Nächster Redner ist jetzt Johannes Hübner von der FPÖ. Sehr geehrte Damen und Herren, unter den Bundesräten, auf den Zuschauergalerien, vor den Fernsehern, sehr geehrte Herren und Frau Minister. Kollege Bader, ich werde Ihnen ganz kurz erklären, warum dieses Paket nicht annähernd so gut ist, wie Sie sagen, und warum Sie unsere Zustimmung hier nicht finden werden. Das liegt einmal in erster Linie daran, dass dieses Paket und vor allem der erste Teil, der Punkt 1, den wir verhandeln, das ökosoziale Steuerreformgesetz, uns zeigen, wie man Gesetze nicht macht, wie man das nicht tun soll. Und wenn Sie davon reden, dass hier Arbeitsplätze gesichert werden, dann gebe ich Ihnen in einem Punkt recht. Gesichert und geschaffen werden Arbeitsplätze in der Zunft der Wirtschaftssteuerhändler und Steuerberater, weil allein kann das niemand mehr verstehen, was hier gemacht wird. Schauen Sie sich nur, bevor Sie das Gesetz loben, den neuen § 11 im Einkommenssteuergesetz an. Das zeigt Ihnen, wie steuerliche Bestimmungen, Abgabenbestimmungen missbraucht werden, um durch Unlesbarkeit und Unexekutierbarkeit ohne Beiziehung von Experten eine sogenannte lenkende Maßnahme, die in der Steuerpolitik nichts zu tun hat, zu kreieren. Ich will aber da gar nicht eingehen, das ist so komplex, das sind Seiten und die hunderten Seiten, die das Einkommensteuergesetz jetzt schon umfasst, werden durch Dutzende Seiten allein im Rahmen dieser Gesetzesnovelle ausgeweitet. Ich werde aber ein Beispiel nehmen, das sehr typisch ist. Es gibt hier ja auch Steuererhöhungen, wie Sie gesagt haben, weil das Ganze ist ja zu einem Teil zumindest ein Umverteilungspaket. Gehen wir zum Beispiel zur Besteuerung von Kryptowährungen. Da kann man ja sagen, Kryptowährungsbesteuerung oder Gewinnbesteuerung aus Kryptowährungen, oder Hans Petutschnik, der berühmte Blogger aus Flatschning, würde sagen, naja, kann man ja lassen. Aber jetzt kommt's. Ja. Jetzt schauen wir mal, was ist eine Kryptowährung? Weiß jeder, was es ist? Wenn es jemand definieren würde, würde er sagen, Kryptowährung ist eine digital geschaffene und handelbare Einheit, deren Wert in Geld ausgedrückt werden kann. So irgendwie würde man sagen, würde jeder verstehen. So denkt, versteht und handelt aber natürlich der Gesetzesgeber der Bundesregierung nicht. Ich werde Ihnen vorlesen, was allein aus dieser Definition geworden ist. Und dann werden wir fragen, was Ihnen dabei auffällt, auch den Herrn Minister. Also was ist eine Kryptowährung im Deutsch der Bundesregierung und ihrer Legisten? Eine Kryptowährung ist eine digitale Darstellung eines Wertes, die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf elektronischem Weg übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. Das versteht jeder. Das versteht jeder. Jetzt frage ich Sie, Herr Minister, wenn Sie sich schon einmischen, muss ich Sie leider in die Diskussion, was fällt Ihnen dabei auf? Fällt Ihnen dabei was auf bei dem Text? Dann werde ich es Ihnen noch sagen. Ja. Also das sind ja lauter uns. Also kumulativ muss alles zutreffen, damit man von einer Kryptowährung sprechen kann. Da werden Sie mir recht geben. Und jetzt nehmen wir mal diesen einen Halbsatz, ich glaube der vierte Halbsatz von diesen insgesamt neun heraus. Der heißt, und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt. Was fällt Ihnen bei diesem Halbsatz auf? Noch immer nichts? Dann sage ich Ihnen zum Beispiel, seit September 2021 ist die Kryptowährung Bitcoin in El Salvador neben dem Dollar gesetzliche Währung. Es gibt sogar einen staatlichen Garantiefonds, der das abdeckt, das Kursrisiko. Was heißt das also? Bitcoin, die Kryptowährung, die in Österreich zumindest über 60% aller Umsätze mit sogenannten Kryptogeldern oder Kryptowährungen ausmacht, ist von dieser Regelung überhaupt nicht umfasst. Sie machen eine Regelung, die alle kleinen, unbedeutenden, vielleicht auch die NFTs umfasst, aber nicht die einzig wichtige Kryptowährung, nämlich das Bitcoin. Jetzt frage ich mich, was soll denn das? Das ist ja keine Neuigkeit. Ich sage, ah, das habe ich gestern erst in der Zeitung gelesen, dass das eingeführt wurde. Ich habe mir angeschaut, am 11. Juni 2021 wurde in El Salvador dieses Gesetz bereits verabschiedet vom dortigen Kongress. Ja. Und niemand ist das aufgefallen. Ja, was kann ich dazu sagen? Ja, vielleicht eines noch. Ja. Jetzt, es ist ja lustig. Die Bestimmungen über die
über das Inkrafttreten sind auch interessant. Oder? Die sind geregelt im Paragraf 124b. Und wissen Sie, wie viele Ziffern in diesem Paragraf 124b bereits existieren? Einkommensteuergesetz, rede ich. Muss ich selber schauen, es sind 382. Also nur B, der eingeschobene Paragraf 124, hat schon 382 Ziffern. Und damit es nicht so einfach wird, werden diesen 382 Ziffern jetzt die Ziffern 383 bis 394 hinzugefügt. Jetzt kann man sagen, naja, die Besteuerung von Kryptowährungen, abgesehen davon, dass sie ein Witz ist aufgrund der Formulierung, die Sie gewählt haben, diese Besteuerung von Kryptowährungen, die muss ja irgendwann beginnen, könnte man ja einfach regeln, könnte sagen, betrifft Erträge aus Kryptowährungen, die vor dem, glaube ich, 1. März 2021 angeschafft und nach dem 28.02.22 ertragswirksam veräußert wurden. Könnte man so regeln? Dann würden die Bürger vielleicht es verstehen und es wird ein bisschen kürzer. Aber wie haben Sie das geregelt? Ich muss Ihnen das einfach vorlesen, damit Sie sehen, in welcher Weise hier der Irrsinn in die Logistik eingezogen ist. Also vom Salvador überhaupt abgesehen. Ja. Werden Kryptowährungen, die vor dem 1. März 2021 angeschafft wurden, nach dem 28. Februar 2022 zur Erzielung laufender Einkünfte aus Kryptowährungen gemäß § 27b Absatz 2 oder zum Erwerb von Kryptowährungen gemäß § 27b Absatz 2 zweiter Satz verwendet, ist bereits § 27b Absatz 2 anzuwenden und die erworbenen Kryptowährungen gelten als nach dem 28.02.2021 angeschafft, werden die Kryptowährungen aber nach dem 31.12.2021 und vor dem 1. März 2022 steuerpflichtig realisiert, können die Einkünfte auf Antrag des Steuerpflichtigen bereits als Einkünfte im Sinne des § 27b behandelt werden. Alles verstanden. Ich glaube, Kommentar überflüssig. Eine Zustimmung zu einer solchen Bestimmung wird es unsererseits sicher nicht geben. Danke.